stark aus. Kommt 200 Meter für Kahn vor Galileo di Flammi und jetzt kommt Schalter-Prior. Kahn vor Galileo di Flammi, Schalter-Prior. Faszination Pferderennsport, unbändige Kraft und Eleganz. Das Frauenfelder Pfingstrennen ist ein Publikumsmagnet und zieht jedes Jahr Tausende von Leuten in Bann. Salz in der Suppe bei so einem Rennen, das sind die Wetten. Trotz bescheidenen Gewinnaussichten von maximal ein paar hundert Franken, es wird gewettet am Teufel ein Ohr an. Angefressen vom Rennsport ist auch die 27-jährige Chantal Zolle aus dem bernischen Gümenen. Seit 8 Jahren reitet sie jetzt schon Rennpferd und auch heute will sie wieder in 3 Rennen um den Sieg kämpfen. Sie macht es aber nicht wegen dem Geld. Eine Angefressene wie Chantal Zolle steigt aus ganz anderen Gründen in den Sattel. Geschwindigkeit, der Adrenalin, der Ross und die ganze Kraft, die es einfach hat, das ist wirklich fantastisch. Vor dem Rennen müssen alle Jockeys auf die Waage. Chantal Zolle liegt mit ihren 52,5 Kilo im Schnitt und muss darum kein zusätzliches Gewicht mit ins Rennen nehmen. Besitzerin und Trainerin vom Ross, die Deutsche Carmen Boskay, gibt der Chantal Zolle vor dem Rennen die Strategie bekannt. Die geht zwischen jede Lücke durch. Die ist eigentlich ein ganz tolles Amateurpferd. Jetzt kann es losgehen. Unterdessen läuft sie dem Wettbüro bereits wieder auf Hochtouren. 130'000 Franken kommen bis am Abend von diesem Tag insgesamt zusammen. Zu den Favoriten gehört heute auch Chantal Zolle. 3 Rennen und 3-mal will sie gewinnen. Und Start zum großen Preis der Winterkurversicherung. Wie gesagt, Außenversuch Rapid Start. In Front zu gehen, kann sie das Buch schon schnell gestartet. Salette Christa, Sieger, das Publikum ist begeistert, 2 Rennen gewonnen und einmal einen zweiten Platz. Das ist die unglaubliche Bilanz von Chantal Zolle an diesem Tag. Es ist ein absolut geiler Tag heute. Ich geniesse ihn, weil das Tief kommt bald wieder. Komm. Das Tief kommt bald wieder und dann muss man so einen Tag absolut geniessen. Und das ist wirklich absolut genial. 10'000 Leute haben das Frauenfeld den Triumph hautnach miterlebt. Das Pfingstrennen war auch dieses Jahr wieder Faszination und Spannung pur gewesen.